Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Outlast 2. Ja, wir befinden uns immer noch in dieser ziemlich misslichen Lage und müssen gleich wieder fliehen. Dann machen wir das doch mal. Ich mach mal einmal zu. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber ein Versuch ist es wert. Dann schauen wir doch mal. Wo könnten wir denn sonst noch lang? Geht nicht? Oh, ich kann das gar nicht probieren erst. Oh, okay. Hier vielleicht? Nee, geht nicht. Alles klar. Da wird es ja wohl nicht sein. Okay, hier geht's weiter. Ah, das muss doch hier sein, sonst... Ich weiß nicht. Ich versuch's einfach mal. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich vielleicht in irgendeinem Moment dann rausrennen soll. Oh, oh, oh! Habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Oder was ist eben passiert? Wieso bin ich da so komisch gespawnt? Okay, ich glaube, wir haben es aus Versehen geschafft. Ist ja mal cool. Hoffe ich jedenfalls. Es war ein bisschen verwirrend. Oh, geht alles nicht, geht alles nicht. Ich weiß gar nicht, ob der hinter uns ist. Ja, doch. Könnte man so sagen. Und vor allem weiß ich gar nicht, ob wir irgendwo hinkommen müssen oder so. Ach so, vielleicht mussten wir einfach nur an ihm vorbei. Die Treppe hoch. Oh nein, Jessica. Oh, hier ist eine Tür. Sehr schön. Ist da jemand? Da ist jemand. Okay, ein Priester. Doch, ich muss mich verstecken. Da ist er ja schon wieder. Ah, hier geht's auf. Okay, hier geht's nirgendwo lang. Das ist ein schönes... Oh, das atmet. Wow, was haben wir da? Ein Zettel wieder. I'll never let you go. Ich werde dich niemals gehen lassen. Ach, Moment. Ist das, wo wir angekommen waren? Das ist blockiert. Sieht eigentlich genauso aus. Vielleicht müssen wir einfach nur wieder durch das Fenster? Oder versuchen hier einfach rauszugehen? Ich komme da nicht rüber. Oder geht das hier durch diese Ecke? Tatsächlich. Aha, okay, dann sind wir jetzt wieder hier. Ich weiß nicht, ob wir uns fallen lassen müssen. Ich komme da nie rüber. Okay, ich versuch's mal mit links. Ah, okay, da ist auch so ein Balkon. Und eine kleine Rutsche. Also ich könnte jedenfalls mich ans Seil hängen und dann so cool runterrutschen. So. Okay. Mann, 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 Mann. Was für ein Stress mal wieder. Okay. Wir haben immer noch den Regenblut, das Blutregenzeugs. Und hier müssen wir uns scheinbar entlang friemeln. Oh. Ich glaube, ich werde mal versuchen, darüber zu springen, oder? Okay, das sieht doch gut aus. Und jetzt hier rein? Ich erkenne gar nichts. Moment. Ja, oder da jetzt rüberspringen. Momentchen mal. Ich neige in solchen Momenten immer dazu, mich aus Versehen selber umzubringen. Ach, doch, da hoch. Okay. Oh je. Wo tauchen die jetzt gleich wieder auf? Was ist das? Interagieren? Ich hänge.
Okay, ich habe jetzt interagiert. Ach so, das war einfach nur... Oh nö, ich muss aber nicht da unten lang, oder? Eine Batterie. Super. Oh Mann, ich will da nicht lang. Da ist die Dunkelheit und Blut und eine Rutsche. Oh verdammt, ich hasse mein Leben so sehr. Was habe ich nur getan, das verdient zu haben? Oh. Ja, geh weiter. Ja. Mann. Und weiter krabbeln, weiter krabbeln, weiter krabbeln. Und jetzt sind wir hier irgendwo draußen. Ach, super. Das hat ja gut geklappt. Und einfach Klappe zu. Affe tot. Sehr schön. Ah, jetzt erstmal ausruhen. Oder? Kann ich mich nicht ausruhen? Ich würde mich so gerne mal ausruhen. Oh, 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 oh. Okay, wir können keine weiteren Verbände mitnehmen. Es kommt? Was kommt? Hä? Das hier oder wie? Hä? Was ist gekommen? Was sind das für Geräusche? Oh! Ah! Verstehe, na zum Glück habe ich da gerade nicht gestanden, ne? Jetzt hätte mir das einfach mal das Gehirn weggeballert. Ich höre schon wieder sehr unangenehme Geräusche hinter mir. Deswegen renne ich einfach mal. Oh nee, das war jetzt richtig schlecht. Renn, 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 renn doch. Ich kann jetzt nicht heilen. Du bleibst ja immer stehen beim Heilen. Okay, weiter. Und weiter, 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 weiter. Meine Güte. Okay, das hat gut geklappt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier lang sollen. Ja, auch so. Ups, da steht ja einer. Oh Gott. Ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen. Ich bin so schwach, ich bin so schwach. Oh, boah, Gott sei Dank. Boah, das wäre jetzt auch echt fies gewesen, wenn wir dann noch gestorben wären. Oh, jetzt kann ich mich heilen. Perfekter Zeitpunkt. Können gerade sowieso nichts machen. Hm, oh, 50 Fuß tief. I can still see her. Jess, it's Lynn. Her name is Lynn. Oh Gott, wir kommen schon ganz durcheinander, wie sie überhaupt heißt. Das ist kein so gutes Zeichen. Ist hier irgendwie was? Nee, es sind alles wirklich nur Wände. Oh mein Gott. Gefallen. Ey, wir sind unzerstörbar. Ich glaube, wir sind eigentlich gar nicht menschlich. Wir sind gerade irgendwie so... Oh Mann, es geht weiter. Wir sterben andauernd. Das ist doch gar nicht mehr möglich. Wir sind ein Übermensch. Mich wundert gar nichts mehr. 800 Feet. Wir sind aber noch nicht unten, oder? Ich möchte bitte noch weiter. Hallo? Das war's doch noch nicht, oder? Oder muss ich jetzt hier... Ah, okay. Wir müssen hier tatsächlich irgendwie außen rum. Wie, und jetzt da runter, oder was? Tatsächlich. Das ist ja verrückt. Naja, wie gesagt, wir überleben ja sowieso alles. Was war das denn? Ist eben der Zaun einfach umgekippt? Ach so, nee, der ist runtergestürzt. Oh, Moment. Er nimmt gerade auf. Ja, ja, dieses Spiel ist sehr realistisch. Nee, eigentlich finde ich es ja okay. Also auch das mit dem Übernatürlichen und so, aber dass er andauernd alles überlebt, also wirklich. Ich war nie raus. Aber jetzt wusste ich es. At least I'd be there with her. Aber wen meinst du mit her? Meinst du Jessica oder meinst du Lynn? Das ist eigentlich die interessante Frage. Ach, schade, keine Batterie.
Hier auch nichts. Uiuiui. Ich weiß nicht, ob uns das nur Angst machen soll oder wirklich hier was einstürzt. Das hier unten sieht ziemlich cool aus. Gefällt mir gut. Wow, 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 wow. Okay. Super gut. War ja irgendwie klar, ne? Ich guck erstmal, was da ist. Ah, Wasser. Oh, shit. Man. Hä? Was? Wo ist sie denn? Ugh. Bin ich weit genug geschwommen? Moment. Musst hoch, Mann. Hui. Wo ist sie denn? Wieso hat er das so gesagt? Als hätte er sie gerade gesehen. Da geht's runter. Oh, da geht... Oh, naja. Nee, okay. Er zwängt sich da nicht durch. Okay, dann gehen wir halt mal runter, ne? Schauen wir, was uns dort erwartet. Natürlich bin ich nicht böse. Und wenn das damals passiert ist mit Jessica, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass ich böse war. Ich war vielleicht halt einfach... Ein Kind! Und wusste es deswegen nicht besser. Hä? Huh? Das war ein fieser Trick gewesen. Habe ich mir fast gedacht. Okay, ich gehe hier lang. Fuck. Was? Oh nein, wir sind hier schon wieder an irgendeiner crazy Ritualstelle oder sowas. Von einer Scheiße in die nächste rutschen wir hier. Was haben wir denn da? They lived down here. No, not lived. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. Hm? Oh nee, da fehlt was. Nein. Och Mann. Egal. Okay. Was hier? Da ist ein Durchgang. Was ist denn hier am Ende? Okay, nichts. Okay. Ups. Oh, ich komm nicht mehr klar. Ah, da. So, dann fülle ich jetzt, lade ich jetzt mal nach. Bevor wir da durchgehen. Sieht man was? Nee, ist zu dunkel. Muss ich anlassen. Oder ein bisschen aus, um ein bisschen zu sparen. Ein bisschen an. Da ist eine Lampe. Da hätte eine Batterie sein können. Da geht's hoch. Okay, weiter. Da haben wir Licht. Sehr schön. Und mal wieder fallen lassen. Wir sind ja unsterblich von daher. Oh, verstecken. Okay. Auch wieder nichts. Mhm. Mhm. Was ist das? Aufsperren und öffnen. Hm. Und was hier? Ah, da. Eine Batterie. Und hier ist nur was zum Verstecken. Hm, okay. Irgendwie sieht das so ein bisschen danach aus, als müssten wir uns gleich verstecken. Okay. Ich habe es gehört. Okay, da ist jetzt aber doch nichts. Oder? Hallo? Okay, das geht nicht. Erstmal durchatmen. Hier ist ein kleiner Durchgang. Ich bin verwirrt. Hier sind so viele Wege gerade. Ich meine, an sich ist das cool, aber... Wo sollen wir jetzt gerade eigentlich hin? Oh je, hier geht's nochmal durch. Oh, na, 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 na. Okay, hier ist Licht. Vielleicht sind wir im Kreis gelaufen? Da geht's weiter. Eine Bandage. Das ist nett. Hier ist nochmal ein Schrank zum Verstecken. Aber mich verfolgt ja die ganze Zeit nichts. Hier kann man schon wieder aufschließen. Ach nee, abschließen. Nee, aufschließen. Und jetzt? Okay, und was ist das? Wie krass war das denn? Oh, habe ich mich erschreckt. Oh, jetzt fangen wir hier wieder an. Das ist ja mal fies. Ui. Ui.
Okay, alles klar. Ach, hier hätten wir gleich aufmachen können. Ich Doofiechen. Ach so. Hui! Wieso machst du mal dieses Geräusch hier? Ach, es läuft doch darum, das Viech. Aha. Moment, dann laufe ich jetzt mal da lang. Weil es ist jetzt gerade nach da links gelaufen. Das heißt, eigentlich müsste ich hier jetzt gerade durch können. Oh, er legt den Turbo ein, er legt den Turbo ein. Das ist nicht gut. Und ich traue mich nicht aufzunehmen. Oh, oh. Bitte lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, sie sind so nah hinter mir. Sie sind so nah hinter mir. Sie sind so nah hinter mir. Ich spüre ihren Atem. Ich spüre ihren Atem. Als ob die nicht wüssten, dass ich hier bin. Ich heile mich mal. Okay. Oh Gott. Ach, da ist er ja. Ich sehe seinen Popo. Ja, ich bin mir nicht sicher. Das war zwar eine Tür, aber ich glaube, der ist noch hier. Da, die laufen da alle hier noch rum. Kann ich mich hier bücken, um mal irgendwie eine andere Sichtweise zu haben? Vielleicht haben wir irgendwas grundsätzlich falsch gemacht. Das ist schon seltsam. Ich meine, die gehen ja gar nicht mehr weg. Das hört sich an, als würden die was essen oder so. Ich guck mir das jetzt mal an hier. Ach, der steht direkt daneben. Wie geil. Wow, geil. Die sind überall. Die sind überall. Ich renne mal schnell. In der Hoffnung, dass ich diesmal hier weiterkomme. Weiterkomme. Ich kann nicht. Sorry, sorry, sorry. Wow, 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 wow. Okay, Moment. Ich versuche mal erstmal mich zu heilen. Und dann gucke ich, ob wir die Szene noch aufnehmen können, okay? Ganz vorsichtig und von Weitem. Boah, okay, die haben die... Ah, okay. Muss aber schnell rennen, falls da hinten wer auftaucht. So. Geschafft. Decorated with the dead. I checked faces looking for Lynn, looking for my own, for Jessica. Okay, so, dann jetzt mal wieder in die andere Richtung. Okay. Und nu? Ach so, ich verstehe, glaube ich. Ist das da ein Baby drin? Oder nur eine Puppe? Wahrscheinlich nur eine Puppe. Okay, ich muss nochmal rüber. Dann muss ich es kurz nach vorne ziehen. Und dann muss ich es darüber bringen. Damit wir da links reinkommen. Weil er hat zwar schon alles überlebt, was man sich nur so vorstellen kann. Aber über dieses Ding zu klettern, das ist einfach unvorstellbar. Ich meine, hallo? Das kann man ja wohl nicht von ihm erwarten. So. Alles klarito, wir haben es geschafft. So. If you've done something, I want you to tell me. Ich hab nichts getan. Han. Okay. Ich denke, wir gucken erstmal da, weil da liegt etwas. Ah, Kapitel 14. Okay, was steht denn da? Kapitel 14. In den Momenten vor der Geburt wird der Antichrist im Leib erwachen und die Qualen und das Elend werden die Erde bluten und verderben. Wie Jesus Christus von Nazareth den Tod in Gottes Ehren entthronte, so wird der Antichrist die Reiter auf ihren Thron setzen, außer er wird in seiner blutigen Wiege erschlagen.
Doch Ezekiel wird das ungeborene spinnenäugige Lamm mit Klinge und Feuer richten und die Frommen werden rufen Halleluja. Und ihr werdet den Himmel sich öffnen sehen und er kommt zur Erde und Ezekiel wird auf einem weißen Pferd sitzen. Seine Augen werden Feuer sein und auf seinem Haupt alle Kronen dieser Erde. Und er wird einen neuen Namen tragen, wie Gott es will. Und seine Kleider sollen getränkt sein im Blut. Und seinen neuen Namen soll nur er kennen. Und die Engel sollen Aasfresser sein, dass sie essen das Fleisch der Könige, der Starken und der Pferde und jener, die auf ihnen sitzen, und das Fleisch der Freien und der Sklaven. Und wenn sie euch geben vom Fleisch des verdammten Kindes, dann sei der Himmel euer. Doch schöpft das Kind Atem, erblicken die Augen des Antichrist das Licht der Welt, so werden sie das Licht der Welt verschlingen. Dann wird der Tod wieder herrschen und endloses Leid sei der Lohn jener, die im Leiden schwelgen, und endloses Bedauern wird die Frommen quälen, unheilbares Bedauern von Sünde und Schande. Ich sag's doch, der Antichrist. Ich wusste es. That was to be expected von these crazy people. So. Oh nein. Hier hat sich schon mal wer versucht durchzuquälen. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Haben alle festgeklemmt am Ende. Irgendwie ahne ich, dass uns das nicht passieren wird, weil wir ja sowieso alles überleben. Oh mein Gott, das ist aber echt gruselig. Habe ich schon ein bisschen Panik vor sowas wie eingeklemmt sterben oder ertrunken sterben oder sowas. Kann man ertrunken sterben? Das würde ja implizieren, dass man bereits ertrunken ist. Geht ja gar nicht. So, da wären wir. Nochmal eine Bandage. Wunderbar. So, jetzt würde ich aber sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen kleinen Cut, meine Lieben. Oh, Moment, ich muss wissen, was das für ein Geräusch ist da unten. Oh, das ist ein sehr langer Gang. Ein sehr langer Gang. Und der ist sehr dunkel. Und es wird geschrien. Okay, nee, wir machen doch einen kleinen Cut an dieser Stelle. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte das Finale sein. Dann passt das ganz gut in die letzte Folge, vielleicht. Na gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Outlast 2 wieder. Also dann bis dann. Ciao, ciao.